Liebe Frau Klaasfeld, chère Madame Weiss, chère Madame Quin, herzlich willkommen, très chaleureux, bienvenue. Lieber Herr Restle, sehr geehrter Herr Bürgermeister Wolter, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Verein LD-Haus, ich heiße Sie auch im Namen der geschäftsführenden Direktorin des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, Dr. Annemone Christians-Bernsee, herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Wörmann, ich bin Co-Vorsitzende des Verein LD-Haus und freue mich sehr, dass so viele Gäste zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Bevor ich auf unseren Ehrengast Beate Klaasfeld eingehe, erlaube ich mir kurz, ihre Begleiterinnen Frau Weiss und Frau Quin vorzustellen. Larissa Quin wurde 1938 in Polen geboren. 1940 kam sie mit ihrer Familie ins Warschauer Ghetto. Von dort konnte sie 1942 mit Hilfe eines Onkels und unterstützt durch den polnischen Widerstand fliehen. Sie erlebte im August 1944 den Aufstand. Während der Shoah verlor sie ihre Eltern und fast ihre ganze Familie. Sie konnte sich in einem Bauernhaus verstecken und kam dann in ein Waisenhaus. 1946 kam sie nach Frankreich, nach Nancy, wo Verwandte lebten. Sie wurde Zahnärztin, geht regelmäßig in Schulen, um über die Shoah zu sprechen und veröffentlichte einige Bücher über das Erlebte. Jacqueline Weiss' Familie hat rumänische und ungarische Wurzeln. Ihre Großeltern und zwei Tanten väterlicherseits wurden durch französische Polizisten im Dienste des Vichy-Regimes festgenommen und an die Nazis ausgeliefert, deportiert und umgebracht. Die Familie ihrer Mutter lebte in Transsilvanien, in Rumänien, und wurde von dort deportiert und umgebracht. Ihr Vater war durch seinen Dienst in der Fremdenlegion Franzose geworden. Er erkannte die Notwendigkeit der Flucht und so überlebten ihre Eltern im Versteck. Frau Weiss hat teilgenommen an vielen Demonstrationen, die damals den Lischka-Prozess begleiteten und war auch an deren Organisation beteiligt. Madame Quin et Madame Weiss, nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous. Liebe Frau Klaasfeld, 2,5 Jahre ist es her, dass wir mit Ihnen hier an das Datum der Urteilsverkündung im Prozess gegen Lischka, Heinrichson und Hagen erinnern wollten. Corona hat das damals verhindert. Umso mehr freut es uns, dass Sie heute bei uns sind. Heute, genau vor 43 Jahren, begann dieser Prozess, der großes Aufsehen erregte und auf den Herr Restle gleich sicher eingehen wird. In Vorbereitung Ihres Besuchs überlegte ich mir, wann ich das erste Mal von Ihnen gehört habe. Es war im Zusammenhang mit der berühmten Ohrfeige für den Altnazi und damaligen Bundeskanzler Kiesinger. Am 7.11.1968, vor nun fast genau 44 Jahren. Ich war damals 15. In meiner Familie war die Nazizeit kein Thema, zumindest während meiner Kindheit und Jugend, obwohl es zum Glück im engeren familiären Umfeld keine Nazis gab. In der Schule wurde über die Zeit nicht unterrichtet. Aber eines Tages, ich war 14, wurden mehrere Klassen meiner Schule in die Aula gebeten und wir bekamen, ohne jede Vorbereitung, einen Film zu sehen. Erwin Leisers Mein Kampf. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, die hier sind, diesen Film gesehen hat. Bis heute ist er einer der realistischsten Dokumentarfilme über den Nationalsozialismus mit sehr klaren Botschaften und Filmsequenzen über den Völkermord und die Shoah, verübt durch die Nazis. Wir wurden mit dem Film und seiner Botschaft allein gelassen. Dieser Film hat dazu geführt, dass ich begann, mich mit der jüngeren deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und das tue ich bis heute. Ich lernte, wie viele alte Nazis wieder in Amt und Würden gekommen waren, bis in die hohe Politik der Bundesrepublik. Als Sie, liebe Frau Klaasfeld, Kiesinger ohrfeigten, habe ich das für mich wie eine Art Befreiung erlebt. Und wie mir ging es vielen anderen, darunter auch unserem großen humanistischen Kölner Schriftsteller Heinrich Böll, der Ihnen aus diesem Anlass
50 rote Rosen geschenkt hat. Was für eine schöne Geste. Liebe Frau Klaasfeld, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank. Ich darf nun Herrn Bürgermeister Wolter das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Wöhrmann-Adam. Sehr geehrte Frau Klaasfeld, lieber Martin Sölle, der sitzt da vorne, ja, Frau Bernsee, lieber Georg Restle, et Madame Carré, weiß, je vous souhaite bienvenue ici à Cologne. Votre engagement, c'est remarquable et très important. Merci d'être avec nous ce soir. Ich begrüße Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Oberbürgermeisterin Henriette Reker, aber auch im Namen des Rates der Stadt Köln. Frau Klaasfeld, es ist uns eine sehr große Ehre, dass Sie heute zu dieser Veranstaltung nach Köln gekommen sind. Heute sind die Klaasfelds europäische Ikonen, ja, muss sagen, der Unbequemlichkeit, der Unbestechlichkeit und vielleicht am allerwichtigsten der gesellschaftlichen Wahrheit. Mit klaren, einfachen Worten und Taten haben sie der Nachkriegsgesellschaft den Spiegel vorgehalten und deutlich gemacht, dass es noch nicht an der Zeit war, um es sich gemütlich in seiner bürgerlichen Existenz einzurichten, solange NS-Kriegsverbrecher unbehelligt Teil dieser Gesellschaft waren. Ihre aufsehenerregende Ohrfeige Kiesingers am 2. April 1968 hätte das nicht spektakulärer zum Ausdruck bringen können. Ich war leider damals noch viel zu jung, 3 Jahre alt, um die anschließende Aufregung und die Diskussion in der Republik mitbekommen zu können. Sie haben die große Heuchelei um die sogenannten Mitläufer und Mitglieder der NSDAP, die ja immer nur Schlimmeres verhindern wollten, öffentlich enttarnt und die Verantwortlichen benannt. Sie haben die aufstrebende Deutsche Republik herausgefordert, um sich mit der Frage der Verantwortung der Kriegsverbrecher zu beschäftigen und ehrlicher mit der NS-Vergangenheit zu sein. Serge und Beate Klaasfeld haben als Team recherchiert, Bücher geschrieben, die Justiz herausgefordert und in Frankreich die Association des Fils et Filles Déportés Juifs de France gegründet. So konnten Kriegsverbrecher und Kollaborateure gefunden und teilweise dann auch gerichtliche Urteile erwirkt werden. Das Vorhaben war umstritten, sorgte für Empörung und bewirkt, dass Politikerinnen und Bürgerinnen sich mit den unbequemen Themen ihrer NS-Vergangenheit konfrontiert sahen. Sie bewirkten vor allem auch, dass sich die NS-Kriegsverbrecher und ihre Beschützer nicht mehr als unantastbar fühlen konnten. So befeuerten sie auch die damalige Debatte rund um das Gesetz zur Verjährung von NS-Kriegsverbrechen. Dabei waren Sie, Frau Klaasfeld, immer das freundliche und auch charmante Gesicht mit einer irritierend liebenswürdigen Ausstrahlung. Mit Ihrer klaren Sprache, Ihrer großen Glaubwürdigkeit, einer fulminanten Medienpräsenz und Ihren unschlagbaren intelligenten Argumenten haben Sie eine ganze Generation positiv provoziert und bis heute, muss man sagen, nachhaltig geprägt. Beate und Serge Klaasfeld waren verantwortlich für eine europäische Diskussion um den Umgang mit Kriegsverbrechern und damit für eine wesentliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Die Ergebnisse ihrer langjährigen Arbeit sind für uns heute eine wichtige Basis, denn wenn wir den wiedererstarkenden Nationalismus in Europa entgegentreten wollen. Sehr geehrte Frau Klaasfeld, Sie und Ihr Mann haben trotz
aller früheren Anfeindungen völlig zu Recht höchste deutsche und französische Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Sie beide sind bedeutende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und die Entwicklung unserer demokratischen und europäischen Gesellschaften verdanken Ihnen sehr viel. Schön, dass Sie heute bei uns sein können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wolter. Vielen Dank, Frau Wörmann-Adam. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Beate Glasfeld. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, heute mit Ihnen hier dieses Gespräch führen zu können. Wir sind uns, und ich nehme es Ihnen nicht übel, dass Sie sich daran nicht erinnern mögen, weil Sie so viele Menschen auf der ganzen Welt, vor allem hier in Europa, immer wieder treffen in Ihrem unermüdlichen Engagement für die Sache. Sie haben ja keineswegs aufgehört, Ihren Kampf und für Ihre Sache zu streiten. Wir sind uns begegnet in Lübeck vor 25 Jahren und das sagt viel über Ihr Engagement aus. Damals ging es um das Strafverfahren im Zusammenhang mit einem der schlimmsten, bisher ungesühnten deutschen Verbrechen an 10 Flüchtlingen begangen in der Hafenstraße in Lübeck. Die Täter sind immer noch frei. Es wurde damals völlig zu Unrecht einer der Bewohner des Hauses angeklagt und dann freigesprochen später. Und Sie waren Teil eines Tribunals, das damals diesen Justizskandal, diesen neuen Justizskandal dieses Jahrhunderts, öffentlich gemacht hat. Und das sagt viel über Ihre Arbeit und Ihr Engagement aus, dass Sie bis auf den heutigen Tag, und wer sich mal den Kalender anschaut, mit was Sie heute noch alles unternehmen, wo Sie heute noch überall unterwegs sind, mit Ihrem Mann zusammen, nicht nur an die Verbrechen der Nationalsozialisten und dieser Schreibtischtäter erinnern, sondern dass Sie auch heute noch diesen Kampf gegen den neuen Nationalismus in Europa und die neuen Gefahren für die Demokratie darauf aufmerksam machen und das in einer Unermüdlichkeit, die mir den höchsten Respekt abverlangt. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über Ihr Leben sprechen und Ihren Blick auch auf die Gegenwart heute hier in Europa. Vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, geboren in den späten 30er Jahren als Tochter eines Wehrmachtsoffiziers, dann in den 60er Jahren nach Frankreich zum Studieren gegangen und dort Serge Glasfeld getroffen, dessen Vater von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde und mit ihm zusammen die gemeinsame Sache, den gemeinsamen Kampf gefunden zu haben, von dem sie immer gesagt haben und gemeinsam gesagt haben. Serge hat gesagt, ich führe ihn als Jude und du führst ihn als Deutsche. Und das gemeinsam so getan zu haben, das als gemeinsamen Kampf zu begreifen, wie schwer war das für Sie auch als Deutsche? Als ich 1960 nach Paris kam als Au-pair-Mädchen, Sie sagten das schon, Herr Bürgermeister, dass im Allgemeinen, in den Schulen in Deutschland nicht, ja, man kaum über den SVG sprach. Ich weiß, ich bin in Berlin geboren, eine Stadt, die ausgebombt war. Ich hatte Verwandte in Ost- und Westberlin. Wir hatten das Glück, in Westberlin zu leben. Also ich konnte von einem Teil in die andere gehen. Das war für mich schon eine Vorbereitung zu sehen, dass nicht nur Westdeutschland, dann später Ostdeutschland verantwortlich sei, sondern ganz Deutschland. Und ich habe mich sofort vor der Reunifikation dafür engagiert, ich kämpfe für ein wiedervereintes Deutschland. Ich bin dann, das Leben in Berlin genügte nicht mehr. Die Arbeit, die ich ausführte, war auch nicht interessant. Und ich bin dann 1960, meine Eltern konnten sich nicht mehr empören, denn ich war 21, mit einer Freundin, die schon eine Stellung als Au-pair-Mädchen in Paris hatte, mit ihr nach Paris gegangen. Und hatte eben das Glück, dass kurze Zeit später, es war der Tag, als der Mossad Eichmann in Argentinien festnahm und nach Jerusalem verbrachte. Das war also der Tag war auch, die Begegnung ist auch eigentlich einzigartig. Ich sagte ja, wir haben uns in der U-Bahn getroffen, ich wohnte in
meine Arbeit war in Boulogne, Serge lebte am Avenue de Versailles, er war, studierte in der Sciences Po, ich war PhD in und lernte die französische Sprache in Boulevard Raspail, l'Alliance Française. Und jeder ging in seine, zu seiner Stelle. Und im, unsere gemeinsame U-Bahn war Porte Saint-Cloud. Und schon dort in der, auf der, auf dem, in der Porte Saint-Cloud sah mich Serge und hat wahrscheinlich schon gewissermaßen eine Liebe für mich empfunden. Jedenfalls, wir stiegen in die U-Bahn und als wir dann aufstiegen, wir mussten die U-Bahn wechseln, dann sprach er mich an und sagte, Sie sind ja wahrscheinlich Engländerin. Ich sagte, nein, ich bin Französin. Und es war eigentlich der Auslöser, dass wir ins Gespräch kamen und Serge sagte, können Sie mir die Telefonnummer Ihrer Arbeitsstelle geben, die ich ihm auch gab, und zwei oder drei Tage später rief er mich an. Und es war dann der Zusammenhang. Und dann sind Sie aber ja Deutsche und nicht Französin gewesen damals. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt. Wie schwierig, oder man stellt sich das schwierig vor, für jemanden, der diese Erfahrung gehabt hat, mit einer deutschen Frau in dieser damaligen Zeit zusammenzukommen, das war ja keine Selbstverständlichkeit. Was war, Serge hatte in seiner Umgebung einige Studenten, die also nicht so damit begeistert waren, aber meine spätere Schwiegermutter, Raya, die in Rumänien geboren war, hatte viel in Deutschland studiert und liebte eigentlich auch die Deutschen, ja. Und sie war sofort, als ich mich nach einiger Zeit bei ihr vorstellte, also hatte sie keine Voreingenommenheit gegen eine Deutsche. Auch meine Schwägerin nicht, spätere Schwägerin. Und also von der Seite gab es keine. Und diejenigen, die gegen da protestierten, da sagte mein Mann immer, auch zu mir, sagte Beate, du bist ja nicht schuldig, aber du hast immerhin gewisse moralische und politische Verpflichtungen zu erfüllen. Die musst du erfüllen. Im Augenblick, damals wusste ich noch nicht, wann ich die Möglichkeit hatte, das zu erfüllen. Aber zumindest war das eine Vorbereitung gewesen, denn Serge hatte mir natürlich von seinem Vater erzählt, der in Nizza festgenommen wurde, dass die Italiener sich zurückzogen und die Nazis einzogen. Es war alles Brunner, der meinen Schwiegervater festnahm, den wir dann später versuchten auch in Syrien aufzufinden. Und dann sagte du aber zumindest, es gibt ja auch Deutsche, die den Widerstand geleistet hatten, zum Hans und Sophie Scholl, das war für ihn ein großes Beispiel. Und deswegen musst du dich nicht schuldig fühlen, aber wenn irgendwas ist, versuch dich zu engagieren als gute Deutsche und nicht nur mit, oh, ich bedauere, was meine Eltern getan haben. Aber wenn du eine Möglichkeit hast, engagiere dich. Und das war dann später die Möglichkeit. Und so haben wir uns eigentlich von Anfang an, also da war nie ein Problem zwischen uns und auch nicht mit den, sagte mit der Familie von Serge. Und daraus entstand ja irgendwann diese Idee eines zivilen Ungehorsams, um nicht nur die Täter, sondern, also wir kommen gleich noch zum Liszka-Prozess, sondern auch einen deutschen Bundeskanzler eine Ohrfeige zu verpassen. Wie entstand diese Idee zwischen Ihnen zu sagen, was immer wir tun, wir nehmen den Regelverstoß bewusst in Kauf, um das große Ganze, die Täter zu finden, die Täter zur Anklage zu bringen, eine Öffentlichkeit über die Taten dieser Menschen zu informieren? Na, das war, ich sagte, es müssen Auslöser geben. Den Auslöser gab es als 1968. Den Auslöser gab es, als Kiesinger zum Bundeskanzler gewählt wurde. Und ich hatte dann drei freie Tribünen einer linksliberalen Zeitung veröffentlicht, die hieß Combat, wo ich mich jedes Mal dagegen aufregte, dass Deutschland sich nach so kurzer Zeit einen Nazi-Propagandisten wählen konnte, der ja immerhin verantwortlich war für die Hitler-Propaganda fürs Ausland, Nazi-Propaganda fürs Ausland. Und ich hatte mich auch immer so, da ich ja in Berlin gelebt habe, für Willy Brandt eingesetzt, der Widerstandskämpfer war. Und nach dem dritten Artikel, wo ich noch sagte, Kiesinger hat sich eine genauso gute Karriere gemacht in Reihen der Braunhelme wie heute in der CDU, ja auch braune Farbe. Und daraufhin wurde ich also nach dem dritten Artikel fristlos entlassen vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Ich hatte die Möglichkeit, das zurückzunehmen, was ich gesagt hatte, was ich nicht tat. Und das war der Auslöser. Denn mein Mann sagte schon, es ist unmöglich, du bist Deutsche und Französin. Ich bin Französin geworden. Dass ich in Frankreich, das Deutsch-Französische Jugendwerk hat ja auch, damals war der Generalsekretär ein Altmaier gewesen. Und in jeder Sektion in Deutschland und Frankreich, in Deutschland gab es einen Nazi sogar im Vorstand des Ophage, des Deutschlands und Jugendwerks. Also wir müssen handeln. Und Serge hatte sich damals, er ist ja Historiker auch gewesen, sich also aufgemacht, also Dokumente zusammenzustellen. Er war in Kiesinger, er war Verbindungsmann zwischen Auswärtigem Amt und Propagandaministerium. Viele Akten des Propagandaministeriums lagen in Ostberlin, in Potsdam. Er hat dort recherchiert, hat auch gesagt, der französischen Regierung angesagt, also ich will nach Ostberlin fahren, hat auch
sich bei, also die Genehmigung geholt, dass er diese Akten einsehen konnte, war in Washington gewesen. Und wir haben dann die viele Dokumente zusammengestellt. Sie sprachen von Heinrich Böll, der mir Rote Rosen schickte, aber der hatte auch das erste Buch über uns, Kissinger, die Vergangenheit von Kissinger, veröffentlicht, und es war sein Vorwort gewesen. Und, aber wir sahen auch, dass das, diese Dokumente, ich sprach in vielen Universitäten, ich habe die Bücher dort verteilt, ich habe unsere Broschüren über Kissinger im Bundestag verteilt, wo man mir sagt, auch Frau Klaasfeld, der ist ja demokratisch gewählt worden. Aber wir sahen, dass auf diese Weise wir keine Möglichkeit haben, ich sagte ja damals, wie viele Abgeordnete waren im ersten Bundestag, über 100, ja, die der Nazi-Vergangenheit angehörten. Und das war in Deutschland, auch Adenauer war mir, man muss vergessen, und auch, es war keine Möglichkeit, da irgendwas, die Deutschen hatten immer das Gefühl, wir müssen Deutschland wieder aufbauen, Vergessenheit, wir vergessen, was geschehen ist im Zweiten Weltkrieg. Und so war es für mich eben sehr schwer, da irgendwie das, die deutsche politische Gesellschaft aufzurütteln. Die wollte nichts wissen, ja. Ja, und das ist ganz interessant, weil Sie schreiben das selber in Dokumentationen und Artikeln, die Sie später darüber geschrieben haben, dass selbst in der Linken, im linken Teil der deutschen Öffentlichkeit, es nicht nur Zuspruch gab. Sie haben die 50 roten Rosen von Heinrich Böll, die wurden erwähnt, aber Günter Grass, ebenfalls Literaturnobelpreisträger, hat dagegen protestiert. Ah, ja. Er fand das überhaupt nicht in Ordnung. Und Sie schreiben auch, dass es Teile der Linken gab, die das alles kritisiert hatten und fanden, dass sie zu weit gegangen seien oder sich fürs Thema auch bei weitem nicht in der Art und Weise interessiert hatten, wie Sie das damals mit Serge Klaasfeld gemacht hatten. Für mich in der ganzen hatten. Aktion war natürlich viel zusammen mit dem Republikanischen Club und so weiter. Ja. Aber für mich war das Hauptziel, NS-Verbrecher aufzudecken, nicht zu erlauben, dass sie in verantwortlichen Stellen sein können, und auch zu versuchen, dass sie vor Gericht gestellt werden, und dann auch mein Engagement für Israel, was ja bei der Linken damals also nicht sehr gut ankam, was man dann später bei meinem Horst Mahler gesehen hat, der mich damals noch im Prozess vertrat und wissen, wo er heute ist. Mein Ziel war es, die NS-Verbrecher aufzudecken, vor Gericht zu stellen. Und nun gut, wir haben gesehen, dass wir das nicht erreichen. Ich hatte die Gelegenheit in Bonn, das war noch der Bundestag damals in Bonn, von der Besuchertribüne runterzuschreien, Kissinger Nazi abtreten, als er gerade seine Rede hielt. Die Abgeordneten guckten alle zu mir nach oben. Ich wurde festgenommen, aber auch wieder freigelassen. Also zumindest am nächsten Tag stand doch einige Artikel über diesen Aufruf gegen Nazi-Verbrecher Kissinger, aber auch seine Vergangenheit wurde kurz beschrieben. Und das war natürlich die Hauptsache. War Ihnen schon, als Sie das planten, und das ist, kann man auch alles nachlesen, das liest sich wie ein Krimi, wie Sie sich daran geschlichen haben, wie Sie das genau exakt geplant hatten, wie Sie ans Rednerpult vorgehen konnten, wie Sie den richtigen Moment abpassen konnten. Das war ja nicht einfach bei dem Sicherheitsaufwand, den es damals rund um den Bundeskanzler gab, aber vielleicht leichter, als das heute gewesen wäre. Aber war Ihnen damals schon klar, dass diese Ohrfeige so eine Ikone wird, als Bild für die nachfolgende Generation gegenüber der Tätergeneration oder für einen Teil der Nachfolgegeneration über die Tätergeneration, dass es zu dieser Ikone der Abrechnung mit dieser Generation wurde. War Ihnen das klar? Hatten Sie das vorher im Kopf oder waren Sie überrascht, dass dieses Bild nachher so ein, ich meine, jeder, der hier sitzt, erinnert sich an dieses Bild, dass das so prägend wurde im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland. Na, natürlich hatte ich das mit Serge abgesprochen gehabt, ist ganz klar, denn ich bin eine Woche in Berlin gewesen und es waren verschiedene Veranstaltungen, ja, wo ich nicht jedes Mal Kissinger erreichen konnte. Und der letzte Tag in der Kongresshalle war, wo er seine Abschiedsrede hielt und wo dann der Kongress geschlossen wurde. Aber ich wusste auch, Serge sagte mir, wenn dir irgendwas passiert, du bist in Berlin Französin. Also wenn dir was passiert, du sagst, war in West-Berlin, da waren ja auch viele Demonstrationen der Linken, gegen diese Veranstaltung, und auch die Alliierten waren nicht so besonders begeistert, dass der Kongress dort in Berlin, in West-Berlin stattfand. Aber wir hatten das also so organisiert. Ich sagte, ich gehe eine Woche nach Berlin, ich versuche zu tun, was ich kann. Ich hatte auch einen Journalisten, einen Fotografen vom Stern, Rüdke, mitgeteilt, dass ich Kissinger ohrfeigen würde. Er hat mir sogar noch mal eine Karte gegeben am letzten Tag, dass wir in den Hof der Kongresshalle kommen konnten. Er wusste, was ich wollte. Ich sagte, was ich wollte, ist, als ich in die Kongresshalle kam, war ich auch überrascht, denn im Allgemeinen, man musste von oben die Treppen runtergehen und der Vorstandstisch stand unten, aber so breit, 3 Meter breit, dass es unmöglich war, ihn von vorne zu ohrfeigen. Und deswegen musste ich eben ein bisschen verhandeln mit den Wärtern, die auf jeder Seite standen, die sagen, sie haben kein Recht, hier hinten durchzugehen. Und boom, ich sagte, ich habe eine Journalistin, ich stehe auf der anderen Seite und versuche. Und in dem Augenblick sagte, nun gut, aber dann beeilen sich, gehen sie durch. Und dann war die Sache gelaufen. Und
Kiesinger drehte sich um, deswegen ging die Ohrfeige nicht aufs Gesicht, sondern mehr aufs Auge. Er musste den Arzt rufen, das Auge war braun. Aber ich bin da... Braun. Wie seine Vergangenheit. Aber ich bin immerhin dann festgenommen worden, konnte gerade von einem Polizeikommissar in Tempelhof noch meine Schwiegermutter benachrichtigen. Serge hat das schon jemand durch den anderen erfahren in einem Rundfunk. Er kam sofort am nächsten Tag nach Berlin, am Tag selbst noch. Der Pilot ließ ihn sogar in seiner Pilotenkasine reisen. Und einen Tag festgenommen und dann am Abend selbst zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung, was natürlich auch für die rechte Presse wie Springer ein Aufruf war, also Ungerechtigkeit, denn wenn man daran denkt, Rudi Dutschke in der Gefängniskurie wurde geschlagen, 250 Mark Geldstrafe, wurde dann erschossen. Das war also schon immerhin für unwahrscheinlich diese harte Bestrafung, ja. Und ich hatte gesagt, vorbereitet gehabt, ich bin dann zu einem Jahr Gefängnis, aber freigelassen worden, weil ich ja Französin war. Ich sagte, ich gehe zum französischen Stadtkommandanten, sie mussten mich freilassen. Dann in der Versuchung, in der Wiederaufnahme wurde ich zu vier Monaten verurteilt, dann aber auch wieder freigelassen, denn ich war dann Kandidatin gewesen für eine Linksorganisation, die Aktion Demokratischer Fortschritt damals. Die hatte mich auf Liste 1 gesetzt für die Wahl 1969 in Waldshut, wo auch Kiesinger Kandidat war. Können Sie mal über die unterschiedlichen Reaktionen in Frankreich und in Deutschland auf die Ohrfeige berichten? Na, ich würde sagen, Frankreich im Allgemeinen war das sehr, sehr angesehen, ja. In Frankreich und natürlich auch in Israel, ja. In Deutschland natürlich die Nestbeschmutzerin, Sie kennen ja diese ganzen Ausdrücke, Springerpresse, was hat die nicht über mich gesagt? Und dann vor allen Dingen sagte er auch, weil ich später ja von der Stasi unterstützt wurde, also Stasi-Mädchen, dann kam sie, hat für die CIA gearbeitet. Aber im Allgemeinen, die ersten Reaktionen bei den Deutschen waren sehr, sehr negativ gewesen. Sie hatten sogar das Verbot, das Konsulat zu betreten danach, oder wie geht die Geschichte? Konsulat? Sie durften in die Botschaft nicht. Das gab ein Verbot für Sie. Sie hatten Probleme, Ihren Pass zu verlängern. Darüber haben Sie geschrieben. Wo war das gewesen? In Paris, in der deutschen Botschaft. Nö, ich glaube nicht. Nein? Ja. Wie war das? Vielleicht helfen Sie mir. Im Allgemeinen in der Botschaft? Nein, da war also da von dieser von der Seite gab es keine Probleme. Nein. Okay, vielleicht habe ich das falsch verstanden dann in Ihrem Buch. Aber gut, dann lese ich das nochmal. Ich weiß nur, dass zum Lischka-Prozess, zum Barbie-Prozess mit einer Gruppe von Widerstandskämpfern waren wir nach München gekommen, um die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Barbie zu erreichen. Und eine Überlebende aus Lyon hatte ein Treffen gehabt in der französischen Botschaft in München und die wollte mich nicht mitnehmen, sagte, sie haben ja Kiesinger geopfert. Nee, dazu kommen wir gleich nochmal, genau. Der Lischka-Prozess, es wurde schon gesagt, heute auf den Tag genau vor 43 Jahren war die Prozesseröffnung hier. Sie waren regelmäßig am 23. Oktober 1979, Sie waren regelmäßig natürlich hier, weil dieses Verfahren, glaube ich, für Sie eine der wichtigsten Geschichten in Ihrem Leben war. Sie haben vielen Tätern nachgespürt, haben viele Täter auch zur Anklage gebracht, nicht als Staatsanwältin, sondern als diejenige, die die Täter aufgespürt hat und die Öffentlichkeit sensibilisiert hat, sodass die Justiz zum Teil gar nicht mehr anders konnte. Aber der Lischka-Prozess und die ganze Geschichte, wie Sie Lischka auf die Spur kamen, das ist ja fast ein Krimi für sich. Lischka war, für die, die es nicht wissen, in Köln in den 40er Jahren, in 1940 Gestapo-Chef, ist dann nach Paris gegangen und war in maßgeblicher Funktion für die Verfolgung und die Organisierung der Deportation der französischen Juden nach Auschwitz und in die anderen Konzentrations- und Vernichtungslager verantwortlich. Er ist in Frankreich verurteilt worden, zum Tode verurteilt worden. Aber die deutsche Justiz hat ihn nicht verfolgt mit der Begründung, dass ein in Abwesenheit in Frankreich Verurteilter in Deutschland nicht der Prozess gemacht werden konnte. Und dann sind Sie Herrn Lischka ganz einfach auf die Spur gekommen. Erzählen Sie mal. Ja, es war auch nicht möglich, ihn nach Frankreich zu verbringen. Denn die Deutschen sagten, ja, wir können ihn nicht ausliefern, denn Artikel 16 erlaubt nicht, deutsche Staatsbürger auszuweisen.
Und wir hatten also uns sowieso schon, mein Mann sagte Historiker, wir hatten Dokumente zusammengetragen und wir hatten uns, waren ja 250 NS-Verbrecher in Frankreich in Abwesenheit verurteilt worden und wir haben uns auf die Hauptverantwortlichen konzentriert, Lischka, Hagen, Heinrichsen. Weil um Lischka zu erfahren, sagten sie, er war Chef der Gestapo in Köln, er wurde dann nach dem Krieg in die Tschechoslowakei gebracht und wir dachten, gut, wenn er vielleicht freigelassen wird, ist die Möglichkeit für ihn wieder Fuß zu fassen, wieder zurück nach Köln zu kommen, wo er vielleicht noch Freunde in der Polizei hat. Und wir haben einfach im Telefonbuch nachgefragt, damals ging noch, kennen Sie einen Kurt Lischka? Ja, sofort Bergisch-Gladbacher Straße. Ja, wir hatten sofort die Nummer und voilà. Genau, Sie haben die Auskunft angerufen und dann wussten Sie, wo er ist. Und das hat in Frankreich für einigermaßen Überraschung gesorgt, weil jeder dachte, man müsste investigativ tätig werden, um ihm überhaupt auf die Schliche zu kommen. Und dann lebt er hier ganz offen. Ihr Mann hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht der Juden und der Ermordeten, dass jemand so breitbeinig in Köln weiterleben kann und sogar seine Adresse und seine Telefonnummer. Heinrichsen war Bürgermeister und Rechtsanwalt. Ja. Und viele andere noch. Und es gab überhaupt keinen Versuch der Justiz aus dem bekannten Grund, den ich gerade gesagt habe. In Abwesenheit Verurteilte konnte in Deutschland damals nicht der Prozess gemacht worden. Das hat sich dann geändert, weil es ein Abkommen, ein deutsch-französisches Abkommen später gab, von Willy Brandt, das Willy Brandt durchgesetzt hat, das lange boykottiert wurde von anderen Parteien, insbesondere von einem wichtigen Mann aus der FDP, die damals, die das verhindert haben. Aber dann haben sie Herrn Lischka aufgespürt. Und um die Sache richtig bekannt zu machen, haben Sie einen Plan geschmiedet. Erzählen Sie mal, und wie das dann alles vonstatten ging. Wir sind zuerst nach Köln gekommen und haben ihn in seiner Wohnung aufgesucht. Ja. Es waren mehrere Mieter und wir haben dann auf mehrere Klingeln gedrückt. Wir wussten, in welchem Stock es war. Man machte auf und wir klingeln an seiner Tür. Seine Frau machte auf, sie ließ uns rein. Und ich habe vorhin das ein Buch gezeigt mit den ganzen Dokumenten, die Kiesinger Lischka unterzeichnet hat. Und wir haben ihm diese Dokumente gezeigt. Und er sagte, ich habe die nur aus administrativen Gründen unterzeichnet. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Und ich will das gar nicht wissen. Und ich kann Ihnen nur sagen, lassen Sie mich zufrieden. Ich habe sowieso keine Angst vor der deutschen Justiz, die mich niemals vor Gericht stellen kann. Und das war eben dann der Besuch bei ihm. Und dann haben wir eben versucht, auch ihn zu entführen. Das war natürlich eine Möglichkeit, ihn dann, der Vertrag war nicht ratifiziert, wir konnten ihn zurückbringen nach Paris, wo er vor Gericht gestellt wurde. Aber der Versuch klappte nicht. Erzählen Sie mir nochmal, warum gab es damals kein Auslieferungsbegehren der Franzosen, Lischka einfach nach Frankreich zu bringen? Warum war das damals nicht möglich? Aber sie konnten es ja nicht, aufgrund der Tatsache, dass die Deutschen sagten, Artikel 16, wir liefern nicht aus. Artikel 16? Ja. Asyl? Nein, hier in Deutschland ist Artikel 16 erlaubt nicht, deutsche Staatsbürger in ein anderes Land auszuliefern. Ach so, Sie meinen das Abkommen, meinen nicht Grundgesetz, jetzt Artikel 16, gut, ja. Also wir hatten versucht und die Entführung leider klappte nicht. Wir hatten uns dann, ich wusste, dass er morgens von der Bergisch-Gladbacher Straße hatte er ein Büro gefunden, das war ein Familienmitglied, hinter dem Bahnhof in Köln und wir wussten also, dass er dort jeden Morgen die Straßenbahn nimmt und dorthin zu fahren. Die hatten dann versucht mit einem. Lass mal nur kurz, weil das darauf wollte ich hinaus. So. Es gab damals geltendes Recht in Deutschland, dass NS-Täter, die in Frankreich zum Tode oder lebenslänglich verurteilt worden sind, nicht ausgeliefert werden durften, damit ihnen da der Prozess gemacht werden durfte. Umgekehrt durfte in Deutschland niemand der Prozess gemacht werden, der in Frankreich in Abwesenheit verurteilt worden ist. Das war die organisierte Straflosigkeit für NS-Täter. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Das war ja das, was damals so vielen Tätern es in Deutschland ermöglicht hat, unbehelligt weiter leben zu können. Ja. Wir hatten versucht, ihn zu entführen. Und so kam dann die Idee, die Entführung von nach Frankreich zurückzubringen, der hätte ja vor Gericht gestellt werden können, denn der Vertrag war nicht ratifiziert zu dem Zeitpunkt, es war erst 1975. Und noch, wir hatten da einige Freunde, wir hatten in Paris einen Mercedes gemietet, irgendwo in Köln. Und als wir ankamen, war das ein Mercedes-Sportwagen.
Wir kamen dann, Bergisch Bergler Stadt, wir warteten auf ihn, er kam dann aus dem Haus und ging zur Straßenbahn. Und derjenige, der ihn dann festnehmen sollte, hatte Angst gehabt. Er schlug aber dann mit einem Stock auf seinen Kopf ein. Der Lischka verlor seinen Hut. Er ruft, gib mir meinen Hut wieder. Dann kam auch ein Polizist, der war in einem, war kein offizieller Polizist, aber der die Sache sah. Und dann natürlich hatten wir ein bisschen Angst und zurückgelaufen zum Auto und zurück nach Frankreich. Aber ich habe dann sofort gesagt, ich bin in Frankreich gesagt, die Kölner Zeitung angerufen, sagte, was wir machen wollten, wir wollten Lischka, das ist wir, Klarsfels und unsere Gruppe, wir wollten Lischka entführen, um ihn nach Paris zurückzubringen. Und daraufhin, als ich dann zurückkam nach Deutschland mit Widerstandskämpfern und Deportierten, haben wir die ganzen Lischka-Akten hier bei Holtfort in Köln abgegeben. Und Holtfort war der Staatsanwalt, der diesen Fall dann tatsächlich sehr, sehr akribisch ermittelt hat. Und da ja nun da durch den Lischka-Transport und auch mein Mann hatte versucht, ihn noch eine Sache gesagt, er wollte ihn, da ja einige sagten, aber warum, er schießt ihn doch einfach. Und mein Mann hatte dann, als er nach Köln kam, einmal, auch als er aus dem Haus kam, Lischka, eine Pistole an seinen Kopf gehalten, aber die nicht geladen war. Aber Lischka hatte das Recht auf eine Waffe, nicht? Aber auch da haben wir dann gesagt, also wenn die deutsche Justiz nichts macht, werden wir eines Tages eine Lösung finden für seine Bestrafung. Bon, also ja, kam dann nach Köln zurück. Natürlich, was sollte der Staatsanwalt machen? Hier kommt die Klarsfeld mit den Dokumenten, ist ja angeklagt für Entführung, also wurde ich festgenommen. Ich saß dann 3 Wochen in Ossendorf, dann später noch mal 5 Wochen. Also, Mikro bisschen. Also das war schon dann immerhin etwas. Aber wir haben dann immer weitergemacht und sagte, das war dann die Rolle der Söhne und Töchter der Deportierten aus Frankreich. Denn ich sagte auch, Frankreich hatte nach dem Vertrag unterzeichnet, Zusatzabkommen, kaum irgendwie sich bemüht, etwas zu tun. Und es war unsere Angelegenheit, ich sagte, die Söhne und Töchter der Deportierten aus Frankreich, die Waisenkinder, die Shoah erlebt hatten und die Eltern verloren, die konnten einfach nicht verstehen, dass diese Menschen frei lebten. Und deswegen haben wir eben versucht, wie auch die Kissinger-Ohrfeige, Serge und ich waren allein am ganz Anfang. Auch die jüdischen Gemeinden haben uns überhaupt nicht unterstützt, im Gegenteil, diese Aktionen waren nicht sehr beliebt. Und wir haben dann, ich sagte... Es gab unterschiedliche Reaktionen der jüdischen Gemeinde. Ja, ja. Es gab welche, die das unterstützen, aber es gab doch viele... Die das alle nicht so gern sagen. Warum war das so? Weil ich weiß nicht, im Allgemeinen Deutschland, die jüdische Gemeinde hatte ein bisschen Angst, wenn sie sich mit uns lieren, dann haben sie Pflügigkeit mit der deutschen Regierung, wieder gut machen und so. Und die jüdische Gemeinde in Frankreich war eigentlich sehr, sehr... Aber wir hatten hauptsächlich Unterstützung bei den Jugendlichen, ja. Und ich sagte ja, wir waren oft hier und demonstrierten, aber jedenfalls haben wir dann erreicht durch diese Aktion, die symbolisch waren und illegal, das war, zuerst waren wir wenige, wir kamen nach Köln und damals, wir hatten den Nachtzug noch, hatten dann Schlafwagen gehabt und morgens kam um 6:46 Uhr kam der Zug in Köln an, dann sofort zum erstmal ins Lischka-Büro. Und das Lischka-Büro lag hinter dem Ausgang vom Kölner Bahnhof. Dann standen wir vor dem Büro von Lischka und die wurden die Scheiben eingeschlagen mit Deportierten. Sie kennen die Fotos mit den Deportierten, mit ihrer Weste. Natürlich kam die Polizei sofort angefahren, sie wurden festgenommen und auf fürchterliche Weise also auch festgenommen und schlecht behandelt. Die Bevölkerung, die dann rahm war alle gegen uns. Also Lischka ist ein guter Mann, ja. Und das war dann eben, wir haben dann gesehen, dass die wurden auch festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, wie oft sagen unsere Leute, saßen im Gefängnis, ja, und wurden dann freigenommen. Und wenn wir zurück nach Paris kamen, an die Grenze, wurden wir von den Franzosen mit Champagner empfangen, ja. Also bei denen war das eine gute Sache, dass wir uns, das waren wir, ja, die diesen Ausgleich gemacht haben zwischen Frankreich und Deutschland. Uns den Franzosen, auch die Deutschen haben es dann später immer anerkannt. Und es war unser Anliegen gewesen, die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich zu verbessern. Ich komme gleich noch darauf, aber es gab noch eine interessante Begegnung in dem Zusammenhang. Sie haben ja den Sohn von Lischka, der ein Journalist für eine... Jens Hagen, das war Hagen. Ah, das war Hagen, genau, den Sohn von Jens Hagen haben Sie damals getroffen. Das ist der Sohn eines der zweiten Angeklagten hier in dem Verfahren, der Journalist für eine linke Zeitschrift war und den Sie mit den Taten des Vaters konfrontiert haben und der eigentlich grundsätzlich aufgeschlossen war, was die Verbrechen der Nationalsozialisten anging, aber die Verbrechen des eigenen Vaters nicht sehen wollte oder konnte. Wie war das? Können Sie die Begegnung mal schildern? Wir hatten ihn in Köln aufgesucht, mit ihm gesprochen. Er sagt, er wusste auch, dass sein Vater mit... in Palästina war und er kannte das Problem seines Vaters. Dann Hagen war ja der frühe Chef von Eichmann, er hat ja Eichmann inspiriert gehabt. Und er sagte also, wir sagten, wenn Ihr Vater freiwillig nach Köln, nach Paris zurückkommt, sich stellt dem Gericht, würden wir also unseren Hass gegen ihn, also wir würden das anerkennen.
Und wir sagten dann, also sprechen Sie mit Ihrem Vater und sehen Sie, was er dazu sagte. Ich glaube, er hat mit seinem Vater gar nicht gesprochen, aber sofort sagte er uns, aber mein Vater ist ein unschuldiger Mann und Sie sollten lieber versuchen, für Kriegsverbrecher zu sehen, wie Moshe Dayan, hat er einige Israeli oder einen amerikanischen General, ich weiß nicht mehr wer. Das sind die Verbrecher, die Sie verfolgen müssen. Ja? Aber für seinen Vater war also nichts zu tun, also den durften wir nicht anschauen. Die unterschiedlichen Reaktionen in Deutschland und Frankreich, auch der nachfolgenden Generation, Sie haben es gesagt, die jungen Franzosen waren sehr auf ihrer Seite, auch in den jüdischen Gemeinden. Aber sie haben auch relativ früh, und das finde ich interessant, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch vom französischen Staat eine Unterstützung erfahren, die in Deutschland ja lange eher, oder eine Anerkennung erfahren, die in Deutschland ihnen ja lange noch verwehrt geblieben ist. Wie haben Sie das aufgenommen? Die Auszeichnungen kamen aus Frankreich, die Auszeichnungen kamen nicht aus Deutschland. Deutschland kamen die Schlagzeilen der Springerpresse. Ne? Ja. Also in Frankreich wurden ausgezeichnet durch die Präsidenten Hollande, Sarkozy und die letzten waren Macron. Und am 14. Juli hat Macron uns wieder gefördert in der Elysée-Grund und wir warten aber noch auf die Entscheidung, wann er uns das im Elysée-Palast übergeben würde. Wie erklären Sie sich das, dass in Deutschland auch noch so viele Jahre später, auch nach dem Liszka-Prozess, die Anerkennung Ihrer Lebensleistung so vorsichtig behandelt worden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken? Weil im Allgemeinen, ich sagte, diese integrierten Parteien, besonders FDP und auch sozialistische Partei, CDU ganz besonders, waren eben dagegen, denn die wollten sich mit einer Frau nicht liieren, die den Kiesinger geschlagen hatte. Ja, das war... Und es sind die Aktionen, die man nicht tut. Also deswegen allgemein, Unterstützung, ich sagte deswegen, als wir damals Unterstützung hatten von der DDR, wir hatten uns geholfen, ich sagte, ich hatte eine Zeitung, bekam ein Gehalt von einer Zeitung, die heißt Deutsche Volkszeitung, war ich sofort engagiert von der Stasi. Aber wir haben eigentlich versucht, wir waren nie in einer Partei gewesen und wir haben versucht, dort Hilfe zu bekommen von denjenigen, die uns was bringen konnten. Und ich sagte ja, als ich 1971, 72 in Prag und in Warschau gegen Antisemitismus und Antizionismus demonstrierte, wurde mir die Einreise in die DDR versperrt. Ja, war unter Bewahrung. Aber im Allgemeinen, wir haben versucht, also nach unseren eigenen Kriterien zu handeln. Und das war eigentlich, was uns bei vielen, also viele Gegner aufgerufen hatte. Ja, viele Gegner, aber Sie sind ja auch ins Gefängnis gegangen für diesen Entführungsversuch von Herrn Liszka. Ja, ich dachte einmal zuerst, dass ich drei Wochen in Ossendorf und dann das letzte Mal vier Wochen, ja. Aber unsere Freunde auch, ja. Also, mein Gott, die haben den Prozess gemacht gegen viele ja hier. Aber Sie wollten ja auch das Verfahren gegen sich haben, um Öffentlichkeit zu haben. Wie konnte die deutsche Öffentlichkeit sehen, dass die Überlebenden des Holocaust, die hier demonstrieren, ins Gefängnis kommen und gegen Liszka Hagenheim ist nichts unternommen worden. Und es hat natürlich auch geholfen, die Stimmung in der deutschen politischen Gesellschaft etwas umzustimmen, ja. Dann sprechen wir nochmal konkret über das Verfahren, das hier übrigens, für die, die es nicht wissen, nur 200 Meter weiter am Appellhofplatz, das jetzige Verwaltungsgericht war damals das Landgericht, in dem das Verfahren stattgefunden hat und vor 43 Jahren eröffnet worden ist. Das Verfahren wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen ohne einen sehr entschiedenen, relativ jungen Staatsanwalt, der das Verfahren geführt hat. Das war ja eine Ausnahme, das war ein Ausnahmeverfahren. Können Sie mal schildern, wie das Verfahren ablief und welche Rolle dieser Staatsanwalt Holtfort damals in diesem Verfahren hatte? Wir hatten ja sofort von Anfang an, ich sagte ja, die Dokumente gebracht. Und das war ja auch der Anlass, als ich dann festgenommen wurde, weil ich mit Überlebenden kam und die Dokumente in Holtfort übergab. Und es wurde aber auch vorher schon recherchiert. Die Dokumente waren nicht unbekannt, ja. Aber es dauerte eben, ich meine, den Prozess hätten sie leicht sofort führen können, aber die Justiz bestand darauf, dass dieser Vertrag im Februar 71 von Brandt unterzeichnet, ratifiziert wird im Bundestag. Und die Ratifizierung wurde abgelehnt von CDU, FDP, SPD weniger und vor allen Dingen im Auswärtigen Ausschuss des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag saß ein Mann wie Ernst Achenbach. Ernst Achenbach war während des Krieges in Frankreich verantwortlich in der deutschen Botschaft für die Deportation auch von Juden, besonders nach Polen. Und er hatte also ganz besonders sich dagegen, aber auch in vielen Interviews, er muss vergessen und so weiter, und er hatte sich dagegen aufgesetzt, diesen Vertrag zu ratifizieren. Da war wieder, ich sagte, die Demonstranten vor Bonn, vor dem Bundestag festgenommen und jedes Mal für die Ratifizierung gesprochen. Es wurde ratifiziert, es hieß dann sogar das Lex Glasfeld. Und das war dann der
einen Schritt weiter und dann vier Monate weiter, um das Verfahren zu öffnen. Es war gegen drei Angeklagte, Hagen, Heinisson und gegen Kurt Litschka. Wie war die Reaktion hier in der Kölner Öffentlichkeit? Können Sie mal die Stimmung beschreiben, wie das hier damals wahrgenommen worden ist? Ich habe keinen so großen Kontakt zur Kölner Gesellschaft. Nein, ich weiß nur noch am letzten. Aber es gab ja Demonstrationen auch vor dem Gebäude damals. Es waren natürlich andere Organisationen wie VVN, die hier demonstrierten, also ohne uns natürlich. Wenn Sie die Plakate sehen, es waren wir hatten immer fiese Vieh drauf, aber es waren viele andere Organisationen, die für die Bestrafung der NS-Verbrecher sprachen. Aber im Allgemeinen, wir hatten keinen großen Kontakt mit der Bevölkerung, denn wir hatten uns auch nicht an sie gewandt. Ja. Aber ich weiß noch, als wir am letzten Tag, als wir nach am Tag des Urteilsspruchs mit dem Sonderzug von Paris nach Köln kam, da waren wir über 1000 und die Polizei musste uns den Weg vom Bahnhof zum Appell fast frei machen. Und da sahen wir ja schon, was wollte ich nur sagen, da waren wir, haben wir gesehen, dass es also sehr schlecht war, da etwas anderes zu tun, denn wir haben gesehen, ach ja, wir wollten, ich wollte noch sagen, an dem Tag wollten wir in der Synagoge hier in der Ronnestraße, wir hatten einen Pfarrer und ein Rabbiner unter uns, Fari, der auch demonstriert hat in Köln, der saß im Gefängnis, man gab ihm da eine Schweinesuppe oder so. Und er wollte dann die Synagoge gebeten, uns einen Raum zu öffnen, damit er sein Kaddisch halten kann. Also der Rabbiner war nicht mehr in Köln zuständig und die Synagoge wollte sie nicht für uns öffnen. Also standen wir natürlich wie immer vor der Tür der Synagoge. Fari hat seinen Kaddisch begonnen, da wurden die Tür der Synagoge aufgemacht und wir konnten rein. Aber ich sagte, es waren immer die gleichen Demonstrationen, um etwas zu erreichen. Ja? Also Skandal oft und es war natürlich nicht mal von allen gern gesehen. Das haben wir schon lange erlebt. Aber ich sagte ja, wenn man dran denkt, vor 68 die Ohrfeige, ein Jahr Gefängnis und 2012 von der Linken vorgeschlagen als Kandidat für den Präsidenten. Also ich meine, das hat sehr viel, auch das Bundesverdienstkreuz wurde Serge Mir in Frankreich verliehen. Ja, in Frankreich zum Tode verurteilt, hier wurde Litschka zu 8 Jahren am Ende verurteilt. War das ein gutes Urteil in Ihren Augen am Ende? Weil man konnte nicht mehr machen. Also der Klaus Barbie, den ich auch aufgespürt hatte, der dann dank unserer Argumentation ausgeliefert wurde von Bolivien nach Lyon, wurde in Lyon angeklagt für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das gab es aber in Deutschland nicht zu dem Zeitpunkt. Und die Höchststrafe bei diesem Gesetz sind 15 Jahre. Und deswegen hatte sich damals, Hagen bekam 12, Litschka 10 und Heinrichsen 6, ja. Und trotzdem, wenn man sich das ganze Konstrukt anschaut, ich meine, für die, die es nicht wissen, die deutsche Justiz war ja in den 60er und 70er Jahren noch wesentlich geprägt von NS-Richtern und Juristen, die in der NS-Zeit sehr erfolgreich waren. Es gab dieses Huckepacke-Prinzip in der Nachkriegszeit. Für jeden unbelasteten Juristen durften zwei belastete Juristen mit ins Justizsystem reinkommen, weil man ansonsten nicht genug Richter gehabt hätten. Dann gab es diese Abkommen, über die wir gerade gesprochen hatten. Dann gab es dieses Beihilfestrafrecht, nachdem man gesagt hat, wenn der Vorsatz nicht eindeutig so ausgerichtet sein kann, dass selbst der kleinste Täter, dass ihm nicht nachgewiesen werden kann, dass er über die Ermordung der Juden in Auschwitz hätte präzise Bescheid wissen müssen. Daran sind ja viele, viele dieser Verfahren damals gescheitert. Und es gab noch viele, viele andere Gründe. Also man kann, wenn man sich in dieses Thema ja hineinbegibt, von einem Netzwerk sprechen zur Verhinderung der Verurteilung dieser Täter. Diese drei, die hier verurteilt worden sind, denen standen ja in diesem sogenannten deutsch-französischen Komplex, also wo es um die Aufarbeitung der Täterschaften deutscher Straftäter in Frankreich an der Deportation der französischen Juden in die Vernichtungslager ging. Es sind ja erstaunlich wenig insgesamt dafür verurteilt worden. Die drei, denen hier der Prozess gemacht worden ist, wurde vor allem der Prozess gemacht, weil Sie und Serge Klarsfeld damals darauf hingewiesen haben. Viele andere sind entweder gar nicht angeklagt worden oder freigesprochen worden. Na, wir haben es geschafft mit dem Litschka-Prozess. Ja. Wir haben es geschafft, Brunner haben wir auch versucht aufzuspüren, aber er ist in Syrien verstorben.
mal bei Bund und Frankreich. Wir haben ihn dann in Abwesenheit, ist er verurteilt worden zu lebenslang in Abwesenheit. Ja. Wir haben versucht, mal rauf, konnten wir nicht aus Chile entführen. Und im Allgemeinen Mengele, aber heureusement, dass der Mossad Eichmann aus Jerusalem entführt hat. Und wir haben auch den Prozess in Kiel geführt gegen die Hauptverhandlung der Deportation der Juden aus Belgien. Ja. Wenn Sie also insgesamt auf die deutsche Justiz der damaligen Zeit schauen, mal unabhängig auch von diesem Verfahren, wie zufrieden sind Sie und Ihr Mann mit der Aufarbeitung dieser Verfahren oder dieser Straftaten gegen die Menschlichkeit oder mindestens Mord oder Beihilfe zum Mord durch die deutsche Justiz in der damaligen Zeit? Na, zum Lischka-Prozess, also wir hatten... Jenseits des Lischka-Prozesses. Ach, im Allgemeinen, es waren viele ehemalige, wir auch im Majdanek-Prozess. Wir waren ja, als wir hier in Köln demonstrierten, Düsseldorf. Wir sind dann Düsseldorf-Falken, haben auch demonstriert. Nach Düsseldorf weitergefahren. Dann viele Männer wurden dort auch freigelassen, ja. Ich saß sogar mit einer, die angeklagt war in Ossendorf im Gefängnis. Ja? Ja, ja. Wie war das? Weil sie strickte, kleine für irgendeine, jeder hatte so eine kleine Arbeit, wenn man da in Ossendorf als einsaß, und sie strickte für irgendeine Gesellschaft da. Und sie strickte für irgendeine Gesellschaft kleine Kleiderchen. Und das war eine der Angeklagten im Meilen-Prozess damals, ja, in Düsseldorf. Die war dann in, ja. Aber insgesamt, also Sie haben ja unglaublich viele Täter aufgespürt. Zu Klaus Barbie kommen wir gleich noch. Wie haben Sie die Rolle der deutschen Justiz in der damaligen Zeit wahrgenommen für sich, wenn es darum ging, Täter auch eben nicht zu verurteilen, viele gar nicht zur Anklage zu bringen? Wir haben uns konzentriert auf die Prozesse, für die wir erfolgreich sein konnten. Ja? Wir hatten einen Prozess gegen von Korff, wir hatten einen anderen, der ist auch freigesprochen worden. Es war ein Prozess in Bonn. Und ich sagte, der Prozess in Kiel, für die Hauptverantwortlichen, die in Kiel in Belgien verantwortlich waren für die Deportation, da war ein Ehlers und ein Asche. Ehlers, wir hatten auch dort bei ihm, er war in Schleswig-Holstein, Senatspräsident geworden. Und Asche war in Belgien verantwortlich für die Deportation der Juden aus Belgien. Er war dann Polizeikommissar in Hamburg gewesen, wo wir ihn aufgesucht hatten. Und als wir dann bei Ehlers vor seinem Haus demonstrierten, wurde ein Prozess aufgenommen. Aber vor Prozessbeginn, der Prozess, der Urteil in Köln war schon gesprochen, der begann später, der Prozess in Kiel. Also Ehlers hat sich das Leben genommen, hat einen Tauchsilder genommen und sich in die Badewanne gesetzt. Asche wurde angeklagt und einer nach anderer. Also wir haben viele Prozesse. Wir konnten ja nicht gegen alle, es war unmöglich für uns, denn wir hatten ja hier uns auch konnte. Und vor allen Dingen, was für uns wichtig war, wir haben ja da eine Verbindung und eine geschaffen. Ich meine, die Franzosen waren uns wirklich dankbar gewesen, ja. Und ich glaube auch, der Bundeskanzler Schmidt hat uns viel Anerkennung gegeben für diese Sachen. Wir haben wirklich die Verbindung zwischen Frankreich und auf der russischen Seite zusammengestellt, ja. Also es war eine Sache, die wir wirklich, die uns Frankreich, aber auch Deutschland besonders dankbar sein muss, ja. Denn sonst, ich sagte, Frankreich hätte es nicht getan und Deutschland hätte es sowieso nicht getan. Also diese Sache war von uns, aber nicht, ich sagte ja, Anouar, das waren die Überlebenden, das war eigentlich, selbst im Aufschubprozess in Frankfurt, da waren wenige Überlebende, die kamen, ja. Die Verteidiger der NS-Verbrecher, die machten sich über die Opfer lächerlich, ja. Und wir hatten, ja, ich sagte, aber mit welchen auch mit Verfolgen, ja, Gefängnisstrafen, aber wir kamen regelmäßig zu den 35 Prozesstagen, war da nicht ein Tag, wo nicht einer von uns drin saß, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Mann, den wir schon häufig angesprochen haben, Klaus Barbie, den Sie ja auch aufgespürt haben, den sogenannten Schlächter von Lyon, der deutlich schwerer zu finden war. Er war wie einige in Bolivien gewesen. In Bolivien. Erzählen Sie mal, da haben Sie ja einiges unternommen, was Sie unternommen haben und wie Sie ihn gefunden haben. Auf die Sache Barbie sind wir aufmerksam geworden, denn es war auch in den 70er Jahren, hatten wir im Dokumentationszentrum in Paris einen Brief gefunden, eine Mitteilung von der VVN, ich kenne ja die Organisation, die hatte vor 10 Jahren davor schon Strafantrag gegen Klaus Barbie gestellt, obwohl sie wussten, dass er nicht mehr in Deutschland lebte, und angeklagt verantwortlich für die Deportation der 44 jüdischen Kinder aus Isieux und dann für die Hinrichtung von Widerstandskämpfern in Fort-Montluc. Und darauf hatte der ein Staatsanwalt in München geantwortet und sagte, wenn Klaus Barbie, das war kurz vor Kriegsende, es war 44 die Kinder, die deportiert wurden, wenn Klaus Barbie, das war ein Telegramm, das wir gefunden haben, ja, hat er aufgerufen, diese Kinder zu deportieren, festzunehmen, wenn Klaus Barbie zu dem Zeitpunkt, das ist,
wissen konnte, dass die Kinder zum Tode kommen, das glauben wir nicht. Also wir nehmen davon an, dass Klaus Barbie das nicht wusste und deswegen können wir ihn dafür nicht anklagen. Für die Widerstandskämpfer, die er ermordet hatte, gibt es keine Augenzeugen. Verfahren wurde eingestellt. Und das war bei uns der Anlass, auch wieder mit den jüdischen Organisationen in Lyon dort zu protestieren. Das war, wir hatten dann auch zwei Mütter gefunden, deren Kinder deportiert wurden, Frau Hallon-Brünner, Frau Ben-Gigi. Frau Ben-Gigi war dann mit mir zusammen nach München gekommen. Wir haben uns vor das Gebäude des Richters gestellt, des Staatsanwaltes, und gesagt, es waren noch viele Leute, die um uns herum kamen, es war kalt, die gaben uns Gedecken und so weiter. Und wir sagten, Auslieferung von Klaus Barbie, Verfahren wieder aufnehmen. Der Richter, der Staatsanwalt, als er das sah, sagte dann, gut, Frau Klaasfeld und Frau Ben-Gigi, kommen Sie hoch in mein Büro. Und sagte, wenn ich das Verfahren wieder aufnehmen kann, dann müssen Sie mir den Beweis bringen, dass Klaus Barbie das Schicksal dieser jüdischen Kinder und der Widerstandskämpfer kannte. Und mein Mann hatte dann niemanden gekommen, das war einer, der war in einer jüdischen Organisation in Lyon. Und der hatte Kontakt gehabt mit Klaus Barbie, und zwar intervenierte er für jüdische oder auch Widerstandskämpfer im Allgemeinen, die erschossen werden sollten im Fort Montluc. Und daraufhin sagte Barbie, wissen Sie, hier erschießen oder deportieren sind die gleiche Sache. Und daraufhin wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Zeitungen in Süddeutschland berichteten und zeigten sein Bild. Und ein junger Mann, der in Peru lebte, hatte dann das Bild erkannt. Und er, neben seinem Haus lebte ein gewisser Schwendt, der damals verantwortlich war für die Herstellung von falschem britischen Geld. Und er sagte, da ist einer, der ist ein Elfverbrecher, halt ihn für Dannecker. Er sagte, nein, das ist Klaus Barbie, der dann, ich sagte, er lebte unter dem Namen von Altmann. Und als wir sagten, na gut, dann komme ich erstens mal nach Peru und werde versuchen, die Beweise zu bringen. Aber als Barbie wusste, dass ich ankam, ist er sofort nach Bolivien, der dort die Staatsangehörigkeit hatte, zurück. Und dann, ich hatte aber auch zwischendurch mit dem deutschen Gericht in München zusammengearbeitet. Wir hatten die Dokumente bekommen. Wir konnten beweisen, dass die Familie das gleiche war, Altmann und Lischka. Die hatten die gleichen Kinder, gleichen Namen. Und wir hatten Fotos auch gehabt. Barbie arbeitete damals in der Transmaritina in Bolivien. Und also ich hatte die Dokumente. Und die erste Reise war, um ins Justizgebäude zu gehen und diese Dokumente zu zeigen. Und im Allgemeinen, es wurde anerkannt, dass Klaus Barbie Altmann ist, aber natürlich, es war eine Diktatur, die hätten ihn nie ausgeliefert. Und dann kam ich ein zweites Mal zurück nach Bolivien, diesmal mit Frau Hallon-Brünner. Die Kinder, der Mann wurde erschossen, der Sohn wurde deportiert und die Kinder in Lisieux. Und wir haben dann auch uns festgekettet auf der Bank vor dem Büro von Barbie und gefordert, Auslieferung von Klaus Barbie. Und das blieb alles dann hängen. Wir hatten ich hatte eine deutsche Freundin, die kam mehrmals nach Paris, um zu wissen, wo er wohnt und ob er noch da ist. Und also wir hatten ihn ständig bewacht und wir hatten auch versucht, hier ihn zu entführen. Ja, eben. Erzählen Sie mal die Geschichte. Wir hatten ja Freunde gehabt, die Bolivianer, die in Chile lebten. Das war damals noch die Diktatur, also die unter Allende. Und die wollten bei uns helfen. Also wir hatten damals auch jemanden bezahlt, um ein Auto zu kaufen. Sie sollten, also ich glaube, von irgendwo Barbie festnehmen, ins Auto stecken. Und dann Allende. Der Pinochet, die Diktatur. Nee, das war damals unter Allende noch. Nee, also machen Sie mal. Die waren aber Freunde, die waren ineinander gekommen unter Allende, ja. Alles waren die Widerstandskämpfer, die aus. Und wir hatten das Geld gegeben und der wurde auch ins Auto gebracht, aber dann, als er zum Flughafen oder wir hatten dann festgenommen, dass er in ein Flugzeug gesteckt wird, das war die Zeit von Allende, über Chile nach Allende, nach Frankreich denn. Ja, aber das war aber nicht die Diktatur. Das wollte ich nur klarstellen. Also wir hatten eine Diktatur unter Pinochet. Ja. Und jedenfalls, da sind so große Tiere über die Straße gelaufen, das Auto ist zusammengebrochen und jedenfalls, sie konnten also nicht zum Ort gehen, wo Barbie lebte. Und wir haben das aufgegeben. Wir hatten damals eben Freunde gehabt, wie Regis Debré, der damals angeklagt war, weil er zusammen war mit aus der Diktator aus Kuba, wie hieß er noch, aus Freund gewesen mit
Che Guevara, der war damals zum Tode verurteilt worden. De Gaulle hat aber das ermäßigt und er kam nach Frankreich zurück. Aber auch Regis Debré hatte gute Freunde in der Gruppe von den Bolivianern, die in Chile lebten. Und als dann, wir hatten dann noch versucht, wir hatten auch wieder jemanden gekommen, das war ein Bolivianer, der kam nach Paris, sagte, Frau Klarsfeld, wenn Sie mir das Geld geben, ich fahre nach Bolivien zurück, ich werde Barbie erschießen. Aber als er dann zurückrieb, sagte er, da ist jetzt es wird geredet, dass die Sozialisten an die Regierung kommen. Und Gott sei Dank, unser Freund Gustavo Sanchez Alazar, der Bolivianer, wurde dann ins Ministerium eingerufen. Barbie saß im Gefängnis, weil er seine Schulden nicht bezahlt hatte. Und Gilles de Bré war Mitarbeiter von Mitterrand geworden und dem französischen Präsidenten. Und die haben dann gesagt, na gut, was ihr damals machen wolltet, ihn von Bolivien über Chile nach Frankreich zu verbringen, das machen wir jetzt sofort. Wir bringen von Bolivien sofort nach Frankreich. Und das war eben dann die Möglichkeit. Und ich sagte, er wurde dann von Bolivien wurde er dann zurückgebracht nach Montluc, wo er eben die Verbrechen begangen hatte. Das war also auch eine Sache, die... Und hier wurde er für Verbrechen angeklagt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er wurde zu lebenslang verurteilt worden und ist dann im Gefängnis verstorben. Aber es war ein wichtiger Prozess auch. Für uns war es nie so wichtig wie der Prozess in Köln. Denn er hatte keine so große Rolle wie die drei Angeklagten. Aber zumindest er hatte seine Grausamkeiten gezeigt, schon mit der Deportation der jüdischen Kinder aus Isieux. Und vor allen Dingen auch war es für uns wichtig, dass dieser Prozess in Lyon stattfand. Es kam viel internationale Presse. Aber er hatte einen Verteidiger gehabt, Vergès, einen Verteidiger, der also ihn wirklich verteidigen wollte. Aber er wollte nicht, dass Barbier irgendwie spricht. Und er hat ihn dann also fast immer nur im Gefängnis gelassen. Nur wenn zu einigen Tagen, wo die Zeugenaussagen der Juden kamen, da musste er kommen. Und ich weiß noch, am Anfang, als er in den Saal geführt wurde und der Richter sagte was, na und? Sagte ja, meine Probleme in Bolivien begannen, als die Klarsfeld dorthin kam. Warum ist der Name Klaus Barbie und das Verfahren gegen Klaus Barbie im Gedächtnis der Deutschen stärker verankert als der Liszka? Der Name Liszka und das Verfahren, das würde ich behaupten, dass das so ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Das kann ich nicht beurteilen, ich habe mich da nicht mit beschäftigt. Also natürlich hatte Jean Moulin zum Tode gefoltert, die jüdischen Kinder. Ja. Und im Allgemeinen, ich sagte, warum werden wir Nazi-Hunter genannt? Im Allgemeinen, ich sagte, diejenigen, die wir verurteilt haben, die lebten in Deutschland. Ja? Also der eine außer Brunner in Syrien oder Chile, weiter rauf in Chile, Mengele in Paraguay zuerst, wo ich war, dann nachher ist er gestorben, glaube ich, in Brasilien am Strand. Aber im Allgemeinen, die Deutschen finden es verbessert, denn die sagen, naja, denn die waren ja im Ausland, dazu konnten wir sie nicht holen, aber die wollten nicht sagen, dass diejenigen, die schlimmer waren, in Deutschland lebten, gegen die sie nichts taten, das ist wahrscheinlich der Grund. Es sind schon damals bei vielen dieser Verfahren spielte ja das Altersargument eine Rolle. Viele der Täter galten als gebrechlich und zu alt, um ihnen überhaupt das Verfahren zu machen. Ja, heute erst recht der Fall, aber das galt ja damals zum Teil auch schon. Die waren alle noch bei guter Gesundheit. Ja, es gab damals schon, hier wurden Verfahren eingestellt in Köln wegen Gebrechlichkeit und aus Altersgründen. Aber nicht von den dreien. Nein, nicht von den dreien. Andere Verfahren. Ich meine, das darf man nicht vergessen, bei dem gesamten deutsch-französischen Komplex sind die meisten der Täter sind nie verurteilt worden. Also den dreien wurde der Prozess gemacht, aber vielen anderen wurde der Prozess nicht gemacht. Ja. Wenn Sie das aber jetzt heute sehen und wenn Sie sehen, dass die letzten Verfahren abgeschlossen sind, auch aus Altersgründen oder weil die Täter schlicht und ergreifend verstorben sind, wie schafft man es, die Erinnerung an die Taten in dieser Zeit zu überführen, wenn die Täter nicht mehr da sind, wenn es die Verfahren nicht mehr gibt, sondern wenn die Erinnerung nur noch in den Archiven liegt? Weil die Erinnerung, ich meine, es ist ja schon von vielen Organisationen, Spielberg damals auch, Musée de la Shoah, die haben ja also viele Leute, die sie durch Frankreich schicken und die Überlebenden interviewen. Und das wird ja als in den Archiven gehandelt und wird gezeigt. Sie haben ja auch, ich weiß nicht, als wir damals noch unsere Arbeit begannen, gab es viele Holocaust-Leugner, ja. Es hat auch viele Juden dazu aufgerufen, zu sagen, wer sie waren und was sie getan haben, was sie erduldet haben. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, das hat auch dazu aufgerufen, dass viele junge Leute, Studenten besonders, sich damit beschäftigen, über Holocaust arbeiten, Studien zu machen und Thesen zu schreiben. Sie haben heute auch die Gedenkstätten. Sie haben Wannsee in Deutschland, sie haben Holocaust-Denkmal. Ich gehörte zum Gründerkreis. Und
was war noch? Also Sie haben, also wir haben in Frankreich Musée de la Shoah, Sie haben in allen Ländern Washington, Sie haben in allen Ländern heute Gedenkstätten, wo also man erfahren kann, was geschehen ist, und viel auch. Die Kinder werden nach Auschwitz gebracht zum Erfahren. Sie sehen an Ort und Stelle, wie die Juden ermordet wurden. Die Überlebenden, das sind nur noch wenige, aber man muss versuchen, ihre Interviews oder ihre Aussagen festzuhalten. Oh, eines Tages, wahrscheinlich in 10 Jahren, wird keiner mehr da sein. Vielleicht anders gefragt. Welche Rolle spielte in Ihren Augen diese Verfahren, das Auschwitz-Verfahren, das Majdanek-Verfahren, das Liszka-Verfahren, um die dreimal beispielsweise herauszuheben? Welche Rolle spielten diese Verfahren, um auch der deutschen Öffentlichkeit klarzumachen, da wird von der Justiz aus abgeurteilt und die Fälle werden in ihren Ermittlungen, in ihren Zeugenaussagen, in ihren Dokumentationen, die ja von der deutschen Öffentlichkeit verhandelt worden sind, der deutschen Öffentlichkeit gegenüber klargemacht. Und es ist die deutsche Justiz, die damit umgeht. Wie wichtig war das für die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit in Ihren Augen? Also wie wichtig waren diese Prozesse und wie wichtig war es, dass Sie damit auch die Täter in die Gerichtssäle gebracht haben, um diese öffentlichen Verfahren durchzuführen? Ich würde sagen, wir haben die Reaktion gehabt, natürlich durch die Zeitungsartikel. Wir wissen, dass wir also eine große Anerkennung hatten in Israel und auch in Frankreich. In Deutschland auch gab es viele Berichte über den Liszka-Prozess und auch, dass wir es erreicht hatten, sie bestraft wurden. Aber im Allgemeinen die ältere Generation, die damals nicht wollte, dass die NS-Verbrecher verurteilt werden, ob die dadurch etwas gelernt haben, das kann ich nicht sagen. Das müssen Sie besser wissen, Sie leben in Deutschland. Ja, aber Sie haben ja auch die Berichterstattung der deutschen Medien mitverfolgt damals über die verschiedenen Verfahren. Was ist Ihr Eindruck? Es waren die Journalisten, darüber sprachen im Allgemeinen. Ja. Aber ich würde sagen, die Reaktion heute, was mich auch wundert und was ich gut finde, ist ja nach dem Janjuk-Prozess, wir wollten Nebenkläger waren, wurde abgelehnt, also zumindest am Eröffnungstag waren Serge und ich in München gewesen. Wir haben gesehen, wie er auf dem Rollstuhl in den Saal getragen wurde. Und darauf die Entscheidung von Karlsruhe, also heute braucht man keine Augenzeugen mehr, man braucht keine Dokumente mehr, man kann ihn anklagen. Er war damals Wachmann in Sobibor, glaube ich, nicht, und kann angeklagt werden für den Mord von so und so vielen Juden. Wir waren sogar mit einem Mitglied unserer Organisation, die Söhne und Töchter der berüchtigten Juden in Hamburg gewesen, im Prozess von Bruno Dai, der in Stutthof war. Unser Mitglied war auch über Stutthof dann deportiert worden, weiter nach Auschwitz. Und ich glaube, das Urteil ist noch nicht gesprochen. Er war auch schon ziemlich alt und kam im Rollstuhl auch und das Gesicht wie die allen anderen versteckt. Aber nun gut, ist vielleicht ein Aufruf. Wer sagte, das ist Elie Wiesel, man soll sie verfolgen bis zu ihrem letzten Atemzug. Wir haben in dem Prozess Bruno Dai und auch andere, also da werden viele Nebenkläger oder auch Zeugen aus dem Ausland gerufen, aus Australien sehe ich, wir bekommen mal die Berichte aus Amerika, die berichten. Und die Zeitungen schreiben, aber es ist für die Öffentlichkeit vielleicht wichtig, dass auch heute noch diejenigen, die schon im Alter sind, wo sie nicht mehr ins Gefängnis gehen können, aber zumindest, dass die deutsche Justiz entschieden hat, es sind nicht mehr die gleichen Richter wie damals, ja, die entscheidet, dass sie noch verurteilt werden können. Boom. Ohne Folgen natürlich, aber zumindest ist es eine symbolische Aktion. Die haben Verbrechen begangen und wir müssen sie verurteilen. Ja, dahin tendierte meine Frage, dass die Bedeutung dieser Verfahren für die Öffentlichkeit wichtiger war als für den eigentlichen Zweck, nämlich die Täter ihren Richtern zuzuführen, weil ja die meisten Täter eben nie der Prozess gemacht worden ist, aber an den einzelnen Verfahren öffentlich verhandelt wurde, die Schuld der Deutschen am Holocaust. Ja, im Allgemeinen, das war gut für den Geschichtsunterricht, aber wenn junge Leute das verfolgen, ja. Und heute, wo die Täter tot sind, wo Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur, auf die die Deutschen ja so unglaublich stolz sind, dass sie das so gut hinbekommen haben, würden Sie sagen, wenn Sie sich das anschauen, was Sie miterlebt haben, was Sie in Ihrer Arbeit bis heute, auf den heutigen Tag an Arbeit geleistet haben, sind die Deutschen zu Recht stolz auf ihre Erinnerungskultur und auf die justizielle Arbeit, Aufarbeitung der NS-Verbrechen? Ich glaube ja, sie können stolz darauf sein. Ich sagte, die vielen Studien, die von den Studenten heute gemacht werden, die vielen Erinnerungsstätten, die aufgebaut werden, die Kinder, die mit den Lehrern in diese, man muss natürlich die Kinder darauf vorbereiten. Ich meine, ich glaube, das war in Oranienburg, nicht, wo die AfD da Jugendliche durch Oranienburg führte und sagte, das ist alles eine Lüge, nicht? Buchenwald. Oranienburg und ja, Buchenwald. Man muss versuchen, natürlich auch diejenigen zu finden, Lehrer, die Kinder dann erstmal aufklären in der Schule, was natürlich die Grundregel ist, dass man denen erzählen muss, wie das geschehen ist. Das ist ein Glück, nicht zu sagen, der ist verurteilt worden, sie müssen wissen, warum.
Und das ist die, ein bisschen heute die Arbeit der Lehrer. Ist natürlich nicht sehr einfach, denn die haben natürlich viel Opposition auch bei den Schülern. Kommt darauf an, wo sie leben. Aber im Allgemeinen, ich würde sagen, die ist viel getan worden. Die Museen gibt es und ich hatte einen Strafantrag gestellt gegen Gauland. Der hat ja gesagt, Holocaust-Denkmal. Das war der Stand. Der hatte gesagt, was war das? Vogelpiss. Das war Eine Schande, ein Merkmal der Schande. Das Holocaust-Denkmal, ne? Nein, das Denkmal sei ein Mahnmal der Schande. Ja, aber ich hatte der Vogelschiss. Vogelschiss war die Geschichte. Die Geschichte, voilà. Und von 33 bis 45, die deutsche Geschichte war ein Vogelschiss. Ich hatte Strafantrag gestellt, dort, wo also die Sache hätte gelaufen werden können. Und die Staatsanwaltschaft dachte, ja, wir haben keine Beweise, die Ermittlungen können nicht mehr aufgenommen werden. Also. Ja, deswegen bin ich überrascht, dass Sie zu so einer positiven Bilanz kommen mit der ganzen Erfahrung der Justiz, die Sie gemacht haben. Man muss der Jugend vertrauen und ich sagte, das ist ganz wichtig, dass die Jugend heute dazu gebracht wird, sich zu engagieren. Und ich sagte ja, die vielen Dokumente, die sie veröffentlichen und in und gucken sie ins Fernsehen, Arte und nicht andere, die ganzen Kanäle, die bringen also viel über den Zweiten Weltkrieg, ja. Ja, ich glaube, dass die Jugendlichen das doch immerhin... Ja, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche Arte schauen. Ich bin da ein bisschen skeptischer, was die Breite angeht. Das Angebot da ist, ja. Ich glaube nur nicht, dass es genutzt wird. Und ich möchte auch, weil das eine Recherche war, die ich damals auch gemacht habe, das konnte ich auch nicht glauben. Das hatte mich empört, dass bis weit in die späten 90er Jahre, bis zur Jahrtausendwende, die deutsche Bundesregierung bei der Finanzierung der Gedenkstätten in Polen, also in Majdanek und in anderen Gedenkstätten, sich so gut überhaupt nicht beteiligt hatte, sondern dass es im Wesentlichen damals eine Aufgabe der Polen geblieben ist. Und es gibt so viele Beispiele, wo ich so einen deutlich skeptischeren Blick auf das habe, was in Deutschland Erinnerungskultur heißt. Mhm. Also damit will ich die Arbeit derer Aktion Sühnezeichen und all dieser Organisationen, die damit dranhängen, überhaupt nicht kleinreden. Aber mein Eindruck ist, dass viel Symbolik eine Rolle spielt, die ja immer sicher auch wichtig ist, dass auch viel erstarrt ist in dieser Erinnerungskultur in diesem Land und dass lebendige Erinnerungskultur, die so nötig wäre in dieser Zeit, in der wir 15% AfD in Deutschland wieder haben und in Frankreich und in anderen europäischen Ländern Rassemblement National. Obwohl da einige sie auch gegen... Wie auch immer, aber ich will nur sagen, es gibt ein Wiedererstarken völkisch-nationalistischer Bewegungen, die jetzt sich in einigen europäischen Ländern, auch in westeuropäischen Ländern, wieder an die Macht zu kommen. Mit wie viel Sorge betrachten Sie das aus Ihrem französischen, auch europäischen, deutsch-französischen? Ich glaube, wir hatten das jetzt auch in Frankreich. Ich sagte, wir waren in Perpignan, Louis Alliot ist einer vom Rassemblement National, aber er ist als Abgeordneter, also auch gegen Antisemitismus, gegen Antisionismus und hat auch in Perpignan der Organisation von unserem Mitglied ein Holocaust-Museum zur Verfügung gestellt. Und wir versuchen im Allgemeinen immer zu versuchen, also auch wir haben ja, wie viele Annoncen haben wir aufgegeben für die Wahlen, Präsidentschaftswahlen in Frankreich, für die Europawahlen im Allgemeinen. Wir haben in Figaro, Libération und große Artikel für euch. Ich wollte mal einen machen gegen AfD in der Süddeutschen Zeitung, die wollten sich auch eine ganz kleine, der war schon 80.000 Euro. Aber im Allgemeinen, wir haben jedes Mal versucht zu verhindern, weder links, extrem links zu wählen, noch rechts extrem links. Denn diese beiden Parteien sind Wutparteien und die bringen niemals was Gutes für die Bevölkerung. Und das muss man heute der Jugend erklären. Aber nun gut, ich meine, wenn auch heute in Italien wieder eine Faschistin Senatspräsidentin werden kann, in Frankreich, wir hoffen ja noch, wir werden versuchen, dass die Front National nicht an die Regierung kommt. Aber es kommt auf die Wahl an. Und wir sehen ja auch, ich glaube in Deutschland auch, in Frankreich, wie viele Leute gehen heute noch wählen? Nicht mal 50% in vielen Ländern. 60% jetzt in Niedersachsen, ja, das wird weniger. Also Berlin, die interessieren sich nicht mehr an die Politik, aber die bedauern nur, wenn es schlechte Ergebnisse gibt. Aber man muss sich selbst engagieren. Und das kann man tun mit den Wahlen, auf jeden Fall schon, und das Engagement. Aber was heißt Engagement in dieser Zeit? Für Sie war das ja der zivile Ungehorsam, der kalkulierte Regelbruch, um auf das größere Verbrechen aufmerksam zu machen. Was müsste
Was würde eine Beate Glasfeld heute tun, wenn es darum ging, auf das größere Unrecht hinzuweisen, wenn es die Täter auch nicht mehr gibt? Wie müsste lebendige Erinnerungskultur heute aussehen, die Täter nicht mehr sichtbar vor ihre Richter führen kann? Ich würde sagen, wir haben, also ich sagte, wenn Sie bei uns ins Büro kommen, mein Mann hat hunderte von Dokumenten, Bücher verschrieben. Ich hatte auch, ich weiß nicht, morgen im Rathaus, ich hatte unser Memorialbuch von 2012 mit all den Namen alphabetisch an die Oberbürgermeisterin geschickt. Ich weiß nicht, ob es angekommen ist, ja? Wir gehen davon aus, es ist angekommen. Also ich sagte, wir haben wahnsinnig viele Dokumente veröffentlicht und die wir kostenlos an die Bibliotheken, an die Museen, an die Schulen schicken. Das ist auch eine Möglichkeit zu informieren, ja? Und natürlich, wir engagieren uns mit der Presse, wir haben an vielen Demonstrationen auch teilgenommen. Aber im Allgemeinen, wir versuchen den Leuten zu erklären, wie schlimm es ist, wenn man linksextrem und rechtsextrem wählt. Und wir zeigen ihnen, ich bin eine Generation des Krieges, ich weiß das. Aber die jungen Leute wissen ja nicht, was der Krieg ist. Sie wissen nicht, was es heißt, die Bombenangriffe und wie schlecht die Ernährung war. Die haben heute alles, was sie brauchen. Sie haben ein Smartphone, die können auch billig überall hinreisen. Deswegen ist das für sie nicht mehr keine Hauptangelegenheit wie bei uns in den 80er Jahren. Ja, wir waren darauf sehr konzentriert, gegen rechtsextrem. Ich weiß noch, wir demonstrierten in Stuttgart gegen die NPD, wurden geschlagen, haben aber erreicht, dass die NPD nicht die 5% bekam, damals zu der Zeit, um in den Bundestag zu kommen. Aber ich glaube, das Engagement der Rechtsextreme ist stärker als der etwas liberalen Jugend. Danke. Wir haben noch 10 Minuten und ich wollte zumindest die Möglichkeit geben, wenn es aus dem Publikum noch Anmerkungen, Fragen an Frau Glasfeld gibt, die jetzt zu äußern. Bitte schön, wer möchte. Niemand? Doch. Also dann einmal hier und einmal da. Achso, die Frage damals für die Intervention nach den rassistischen Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 92. Genau, da haben Sie ja auch interveniert. Bitte. Ja, wir haben uns interveniert. Fils et Filles à nouveau von Paris nach Rostock mit dem Bus, ja. Ihr wisst ja nicht, was das hieß. Und wir hatten uns dann, als wir davon nahmen, es waren ja also auch viele Rom darunter, nicht? Und die Deutschen hatten einen Vertrag abgeschlossen mit Rumänien, Geld bezahlt, um die Rom und nach Rumänien zurückzuschicken, was natürlich für sie keine gute Sache war. Und wir haben dann versucht, ich war schon vorher da im Rathaus in Rostock und hatte gesagt, wir als jüdische Organisation, wir wissen, was es ist. Es wurden ja in der letzten Zeit die Sinti und Roma in einige Familien 1944 noch kurz zusammen vergast worden. Ich sage, sie haben das gleiche Schicksal gehabt wie die Juden in den Gaskammern und deswegen wollen wir nach Lichtenhagen niemals wieder eine Tafel aufbauen. Und daraufhin hatte natürlich der Bürgermeister nein, nein, nein. Und dann kamen wir mit zwei Bussen der Philosophie nach Rostock und haben dann diese Tafel wild geklebt. Und natürlich, die Polizei kam sofort an. Mein Sohn und noch andere waren dann, hatten die Möglichkeit gehabt, ins Rathaus einzukommen. Da war noch keine Security und kamen in den ersten Stock und haben dann auch die Fahne rausgehackt. Keine Auslegung von Rom nach. Dann kam es zu Schlägereien, die Polizei griff uns an. Ich weiß noch, die wollten auf Arno einschlagen. Jedenfalls, wir wurden festgenommen. Wir saßen dann die ganze Nacht in einem Gymnasium bei der Polizei. Unsere Personalien wurden festgestellt und wir mussten Fingerabdrücke machen. Das war wirklich grausig gewesen. Und ich sagte ja, aber wie können Sie das machen mit alten Juden in dieses Gymnasium? Ich sagte mir, hier saßen auch diejenigen, die wir festgenommen haben nach dem Anschlag auf Lichtenhagen. Ist das Gleiche. Also für den ein Staatsanwalt, der aus dem Westen kam, ja. Und wir haben dann eben natürlich, einige sind 3 Tage im Gefängnis, kamen aber wieder zurück. Aber wir haben versucht, als jüdische Organisation das gleiche Schicksal für die Sinti in Rom. Und das war der große Anlass. Aber wir wurden nicht von allen da, sogar jüdische Gemeinden waren nicht so begeistert von uns. Und im Allgemeinen, ich glaube, die Anerkennung für unser Engagement in Lichtenhagen, in Rostock war, wir haben agiert und wir haben gehandelt, wie immer, aber Ja, aber weil Sie das sagten, Rostock-Lichtenhagen, Lübeck, Hafenstraße, wo es ja auch um Mecklenburg-Vorpommern Rechtsextremisten ging. Wie wichtig ist Ihnen das in der Arbeit, insbesondere was in Deutschland sich an neuem Rechtsextremismus und Antisemitismus tut? Das ist natürlich, ich sagte jetzt auch wo ist jetzt in ein Flüchtlingsheim angebrannt worden, nicht? Im Allgemeinen, man versucht die Täter nicht, und wenn man sie findet, welche Gefängnisstrafen bekommen, müssen sie besser wissen als ich.
Im Allgemeinen werden sie justiziell recht, die Aufarbeitung ist schwierig recht freigelassen, nicht? Ja, na, nicht immer, aber in vielen Fällen. Aber sie werden nicht überwacht. Ob im Allgemeinen all diejenigen, die mal festgenommen hatten, schon ein Dossier Juridik gehabt, ja, nicht? Waren schon festgenommen für andere Sachen, Deal oder Drogen oder sowas. Aber ist es hier in Deutschland eine Stelle für Bekämpfung des Antisemitismus? Also ich meine, müssten die besser arbeiten oder mehr die Informationen über diese Gruppen haben im Allgemeinen? Also die Täter ist das eine. Ist es Ihnen wichtig, den Tätern dieser Straftaten auch vor allem auf die Schliche zu kommen, oder ist Ihnen der Kampf gegen diesen aufkommenden Rechtsextremismus, ja, diesen neuen Antisemitismus, zusammen, ja, ist das ist beides doch beides, ne? Das meinte ich doch. Es geht ja nicht nur um Kampf die Täter. Wenn es dagegen gibt, dann gibt es diese Straftäter nicht mehr. Ja. Aber es ist natürlich eine Sache, die von der Regierung aufgenommen werden muss und vielleicht mehr, ich sagte auch, wie Lübeck da damals erschossen wurde, es war also alles vorauszusehen, ja, und Halle. Aber Sie sind tatsächlich, das hatte ich vorher angedeutet, wenn man sich Ihren Terminkalender anschaut, Sie sind ja quasi mit Ihrem Mann nach wie vor täglich unterwegs an all diese Orte, an denen Sie weiter Ihren Kampf führen, in Deutschland und in Frankreich. Wann machen Sie mal Pause? Na, ich bin 83, Serge ist 87, im Allgemeinen noch bei guter Gesundheit. Wir reisen noch viel. Es war jetzt in der Öffnung in Berlin, ich weiß nicht, im Roten Rathaus, eine Ausstellung bei uns. Die läuft dann weiter im Topographie des Terrors. Ja. Wir sind noch viel unterwegs. Ich weiß nicht, Israel, viele Sachen. Also, voilà. Unermüdlich. Bitteschön. Ja, ich habe eigentlich zwei Sachen. Einfach mal das erste eine Korrektur. Das Mahnmal der Schande, das war der unerträgliche Björn Höcke und der Vogelschiss, das war der Gauland. Aber was ich fragen wollte jetzt, weil Sie ja auch so engagiert sind, wie bewerten Sie es zum Beispiel, dass hier in der Justiz, in den Sicherheitsbehörden, also Netzwerke entstehen oder entstanden sind, die ja eindeutig rechtsextrem sind? Ja, ja. Und ich sage jetzt auch mal vor dem Hintergrund, des NSU-Prozesses, da kamen ja so Dinge raus, wie dass der Verfassungsschutz zum Beispiel halt eben auch dort auf der rechtsextremen Seite so dort aktiv war. Wie bewerten Sie das? Weil es natürlich, die Justiz oder die Kriminalpolizei, der Bund, ich weiß nicht, wer da verantwortlich ist, die hätten das natürlich vorher sehen müssen, ist ganz klar. Das ist unmöglich. Es waren ja so viele, nach jedem Mord waren NSU ja immerhin. Jetzt, ja, ja. Nach jedem Mord waren ja immerhin Beweise gegeben. Aber man hat nicht weiter recherchiert und man hat die Sache laufen lassen, ja. Denn es ist unmöglich, dass nach diesen 10 Fällen, da wo sie gemordet haben, dass also die Justiz nicht hätte voraussehen können. Glauben Sie? Die lebten ja ziemlich offen, die reisten rum mit ihrem Bus und so. Also ich meine, es war, ja. Und man weiß auch nicht, die beiden, die ja angeblich Selbstmord begangen haben, mir wurde gesagt, dass die Polizei sie erschossen hat, damit sie nichts erzählen. Ich weiß nicht. Da wird viel gemutmaßt. Wir sind der Sache auch nachgegangen. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster hängen als Journalist, der sich mit der Sache beschäftigt hat. Das kann sein. Es gibt Indizien dafür. Beate Schäfz hätte nichts gesagt. Nicht? Mehr würde ich nicht sagen. Aber Sie verfolgen das alles. Ne? Sie verfolgen alles, was sich in diesen Bereichen tut, nach wie vor sehr aufmerksam. Sie können ein bisschen erzählen. Sie haben ja auch ein Dokumentationszentrum. Es gibt die Organisation, die Sie angesprochen haben. Mögen Sie ein bisschen erzählen, was Sie heute mit Ihrem Mann in Frankreich, in Paris noch machen, um die Erinnerung an die Shoah am Leben zu halten? Mein Mann gehört vielen Organisationen an. Er ist Mitglied des Memorial La Shoah. Er gehört einer Organisation an, der Fondation pour la Mémoire de la Shoah, also die in der Wiedergutmachung aus Deutschland also Geld bekommen hat, um heute die Organisation, jüdische Organisation zu unterstützen und auch für die Reisen der Jugendlichen nach Auschwitz. Aber wir sind überall, man hat jedes Mal Konferenzen, wir waren, ich weiß nicht wo, Gedenktafeln hängen wir an, überall ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich muss mal nachdenken, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber wir sind noch ständig unterwegs und wir sind jetzt, glaube ich, im Dezember in Israel, und zwar soll für Elie Wiesel in Jerusalem ein Platz eingeweiht werden. Voilà, also ich meine, wir sind ständig unterwegs und die Probleme kommen an uns heran, ja, wir können nicht immer voraussehen, also die Zukunft kann man nicht voraussehen, das ist unmöglich, ja. Aber im Allgemeinen doch, und vor allen Dingen die vielen Dokumente. Wir haben ein Bulletin, das 4-mal im Jahr herauskommt, und die vielen,
Informationen, die mein Mann liefert, für diejenigen, die Informationen, also mehr und mehr auch junge Leute heute, die die Geschichte der Familie aufklären wollen, die wissen, was, wie die Familie deportiert und gestorben ist. Ist auch sehr wichtig natürlich für die Jugendlichen heute. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, ich weiß, im Memorial de la Shoah ist, die hat sich damit beschäftigt, also Jugendgruppen zu bringen, die informieren sogar diejenigen, die im Gefängnis sind, die haben sie gebracht, um über Holocaust zu erzählen. Sie haben Richter, sie haben Polizisten. Also das ist schon das Aufklären ist sehr wichtig und die reisen auch durch ganz Frankreich, um zu erzählen, ja. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, ja. Was ganz Besonderes. Das ist auch Ihr Leben und Ihr Lebenswerk, Serge Klarsfeld und Beate Klarsfeld. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Unermüdlichkeit, uns und die Gesellschaft in Deutschland daran zu erinnern, was es an schlimmen Verbrechen von Deutschen begangen am jüdischen Volk gab. Herzlichen Dank für den Abend hier und alles, alles Gute für Sie und Ihren Mann, für die Zukunft. Vielen Dank. Danke. Ist unsere Vereinsgeschichte. Aha. Und das zweite ist eine Ausstellung, aha, die wir hier im Haus hatten, Philibert und Fifi. Das ist eine Ausstellung eines französischen Zwangsarbeiters, der schon vor einigen Jahren hier mal ausgestellt worden ist und der so begeistert war, dass wir das hier ausgestellt haben, dass die Witwe uns die ganzen Zeichnungen übereignet hat. Dank. Damit Sie nicht ohne sich schaffen. Vielen Dank.